Hörst du schon was? Ton ist drauf? Nee, noch nicht. Und bitte. Ja, liebe Vereinsmitglieder und liebe Gäste hier im Saal, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute für den heutigen Vereinsabend einen Gast vorstellen darf, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Und Bodo von Hechelhammer. Und den Bodo habe ich also vor über 20 Jahren in Dahlem kennengelernt. Dort war ja der Bundesnachrichtendienst, verbessere mich, wenn es nicht ganz richtig ist, sind wir mit einer Seminargruppe unterwegs gewesen. Und das war also recht spannend, weil die Liegenschaften eben auch sehr schön sind. Und da gibt es auch so unterirdische Anlagen und besondere Türen, die uns interessiert haben. Und insofern ist das jetzt ein schönes Erlebnis, dass wir jetzt mal wieder persönlich aufeinandertreffen, weil Bodo natürlich sehr stark in dieses neue Projekt am BND, Neubau und so weiter entsprechend involviert ist. Aber er hat in seiner Funktion es immer ermöglicht, für das Seminar Spionage, sprich Heike Welzel-Philipp, eben dort Treffen zu organisieren, soweit das eben auch entsprechend ging. Ja, der liebe Sascha, der also wieder im Hintergrund die Technik macht, hat mir einen Auszug von deiner Vita gegeben, Bodo. Normalerweise bei Tagungen oder Konferenzen liest man dann so vor, was derjenige gemacht hat. Ja. Aber dann wären die anderthalb Stunden rum, wenn ich das alles erzählen würde. Ich will nämlich nur eine Publikation besonders hervorheben, und zwar Am Sprungbrett von Rolf Kauka. Einige von euch werden sich vielleicht schwach daran erinnern, dass es vor Mickey Mouse auch noch was anderes gab, nämlich Fix und Foxy und Lupo. Ja. Und das Buch habe ich mir übrigens auch gleich gekauft. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, wer Rolf Kauka ist. Ja. Wenn man so diese lustigen Comicstrips irgendwie liest und sowas, ja, weiß man gar nicht so, wer sich da als Person dahinter versteckt. Also fand ich ausgezeichnet. Und dann habe ich gedacht, liest du schnell noch mal dieses Buch durch. Und also Wahnsinn. Also muss ich ehrlich sagen, das ist total spannend, wenn man so miterlebt, wie dieser Herr sich also gerade im Spionagebereich zwischen Ost und West bewegt hat. Aber ich denke mal, das kann Herr Hechelhammer viel, viel besser erzählen. Und ja, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die sehr schmeichelhaften Worte. Ich bin ganz, ganz gerührt. Und vielen Dank auch für die Buchwerbung. Das höre ich natürlich auch gerne. Also das Kauka-Buch heißt Fürst der Füchse, ja, und genau, erzählt das Leben von Rolf Kauka, den großen Comicproduzenten, in diesem Jahr erschienen. Das ist jetzt das Vorgängerbuch und das ist die Geschichte heute. Es geht um Heinz Felfe, den Spion ohne Grenzen. Ein Agent in 7 Geheimdiensten. Ich glaube, damit ist er weltweit Rekordhalter. Ein Spion, der zur Spionage in eine Organisation eindringt, wird abwertend als Maulwurf bezeichnet. Und einer der berühmtesten Maulwürfe war Heinz Felfe. Er löste im Kalten Krieg einen der größten Skandale im Bundesnachrichtendienst aus und beschädigte dessen Image nachhaltig. Der frühere Kriminalkommissar Felfe wurde als BND-Mitarbeiter Ende 1961 verhaftet und zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er für den sowjetischen Geheimdienst des KGB 10 Jahre lang spioniert hatte. Doch nach seinem Agentenaustausch lebte der gebürtige Dresdner seit 1969 in der DDR und lehrte bis nach der Wende zunächst weiter als Professor Kriminalistik in Ost-Berlin. Heinz Felfe war aber kein gewöhnlicher Geheimdienstmitarbeiter, Agent oder Kundschafter des Friedens, je nach politischer Idiomatik. Denn Felfe bewegte sich während seines gesamten Lebens
in der Welt der Geheimen und war für nicht weniger als 7 Organisationen geheimdienstlich in unterschiedlichen politischen Systemen in Deutschland tätig. Die Geheimdienstarbeit war seine eigentliche Lebenskonstante. Hier sehen wir also Bilder des jungen Heinz Felfe. Johann Paul Heinz, so sein Rufname Felfe, wurde am 18. März 1918 als Sohn des sächsischen Kriminalbeamten Johann Felfe in Dresden geboren. Da weitere Verwandte im Polizeidienst gearbeitet haben, sah sich Heinz Felfe Zeit seines Lebens in dieser Familientradition. Nach der Volksschule besuchte er zwischen 1928 und 1934 zunächst die Oberrealschule, dann die reformpädagogische Dürerschule in Dresden. Der junge Felfe zeigte aber kein großes schulisches Interesse und verließ diese mit 16 Jahren, um eine Ausbildung als Feinmechaniker zu absolvieren. Seine Zukunftspläne waren jedoch weniger von Schule und Ausbildung geleitet, als vielmehr von der nationalsozialistischen Bewegung verleitet, in der er sich schon Jahre vor der Machtergreifung im Januar 1933 engagierte. Heinz Felfe gehörte ab 1931 zunächst dem Nationalsozialistischen Schülerbund an und kam ein Jahr später in die Hitlerjugend. 1936 wechselte er auf eigenen Wunsch zum Motorsturm in die allgemeine Schutzstaffel SS. Hier sehen wir also Bilder von ihm, sowohl als Lehrling ganz links, als auch in der Uniform der HJ, als auch dann im Motorsturm. Noch im selben Jahr trat er als 18-Jähriger sogleich auch der NSDAP bei und war von 1937 bis 1939 als Registerführer und Geschäftsstellenleiter beim Gaugericht der Partei für die Gauleitung in Sachsen tätig. Erst durch die Zeit am Parteigericht wurde sein elitäres Denken gestärkt und sein beruflicher Ehrgeiz geweckt. Angetrieben von seinem Wunsch, sozial immer weiter aufzusteigen, Heinz Felfe plante nun, einen juristischen Beruf zu ergreifen, wozu er sein Abitur nachholen und studieren musste. Doch 1939 musste er zunächst einmal seine 6-monatige Arbeitspflicht ableisten. Er wurde zum Reichsarbeitsdienst bei Radeburg eingezogen. Darüber hinaus übte sich Felfe in den 1930er Jahren auch im militärischen Bereich, leistete freiwillig Wehrdienst und nahm an entsprechenden Übungen und Ausbildungen teil, wie 1935 bei der Landespolizeigruppe in Leipzig und 1938 bei der SS-Verfügungstruppe in Dresden. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Heinz Felfe Soldat. Felfe kam zu einem Baubataillon und nahm am Polenfeldzug teil. Aber er erkrankte nach wenigen Wochen schwer an einer Lungen- und Rippenfellerkrankung und verbrachte die folgenden Monate im Lazarett. Felfe wurde dienstunfähig, bevor sein Einsatz in der Wehrmacht im Februar 1940 wegen Wehruntauglichkeit gänzlich endete. Für ihn ergab sich nun die einmalige Chance, mit 21 Jahren sich beruflich neu zu orientieren. Die Rückkehr in den erlernten Beruf als Feinmechaniker kam für den inzwischen ehrgeizigen und überzeugten Nationalsozialisten nicht mehr in Betracht. Felfe fokussierte sich auf sein angestrebtes Jurastudium und holte in einem ersten Schritt sein Abitur nach. Dabei halfen ihm seine parteipolitischen Beziehungen zum sächsischen Gaugericht und zur NSDAP. Im Frühjahr 1940 erhielt Heinz Felfe die Möglichkeit, seinen Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg in Form eines sogenannten Langmarkstudiums nachzuholen. Am Ende des Studiums im März 1941 erfuhr er von den Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin und bewarb sich begeistert für den leitenden Dienst der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, also für den SD. Im Mai 1941 wurde Heinz Felfe als Anwärter des leitenden Dienstes der Reichskriminalpolizei ins Reichssicherheitshauptamt versetzt und dem Polizeipräsidium Berlin zugeteilt. Gleichzeitig konnte er nun im Rahmen der amtlich vorgegebenen Ausbildung Rechts- und Staatswissenschaften an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin studieren. Hier sehen wir also auf dem Bild in der Mitte Heinz Felfe als Student in dieser Zeit. Allerdings nur 3 Semester lang, bis Oktober 1942. Denn wegen des 1941 begonnenen Russlandfeldzuges ruhte der Lehrbetrieb ab dem Jahr 1942.
Daraufhin wurde Felfe als Kriminalkommissaranwärter unter Anrechnung seiner bisherigen Ausbildungszeit von der Kriminalpolizeistelle Dresden übernommen. Von Juli 1942 bis März 1943 nahm er am 32. Kriminalkommissaranwärterlehrgang in Berlin-Charlottenburg teil. Hier sehen wir Heinz Felfe als berühmter Charlottenburger in diesem Lehrgang. Er war nach der bestandenen Prüfung nun verbeamteter Kriminalkommissar im Rang eines SS-Untersturmführers und wurde kurz zur Kriminalpolizeistelle nach Dresden und danach gleich nach Gleiwitz versetzt. Unzufrieden mit seinem Dienstort wechselte Heinz Felfe Ende August 1943 ins Amt 6, den Auslandsnachrichtendienst im Reichssicherheitshauptamt nach Berlin. Dort war er im Referat B3 Schweiz und Liechtenstein tätig, dessen Leitung Felfe Anfang 1944 übernahm. Im April 1944 erfolgte seine Beförderung zum SS-Obersturmführer im SD. Anfang 1945 wurde Heinz Felfe zum Befehlshaber der Sicherheitspolizei in den besetzten Niederlanden nach Enschede versetzt. Heinz Felfe war auch immer eine Figur des Ostens, des Westens und der Deutung seiner Persönlichkeit. Und deswegen ist immer interessant gewesen, dass Heinz Felfe auch ein überzeugter Nationalsozialist war. Und da möchte ich da eine kurze Stelle aus dem Buch vorlesen, was das ein wenig kurz illustriert. Die Lage in Holland galt auch den meisten SD-Angehörigen als vollkommen hoffnungslos. Wir sind Anfang 45. Nicht wenige waren damit beschäftigt, für den Fall der Fälle Zivilkleidung zu besorgen, um sich schnell und unerkannt absetzen zu können. In diese fatalistische Umgebung passte der noch immer eifrige SS-Obersturmführer nicht hinein, weder mit seiner Überzeugung noch mit seiner Kleidung. Felfe war aus Berlin in der neuesten und protzigsten SS-Uniform angereist, sozusagen dem letzten Schrei der Frontausstattung aus dem Bestand der SS-Jagdverbände von Obersturmbannführer Otto Scorsini. Felfe trat arrogant auf und machte sich in kürzester Zeit unbeliebt. Hier in den Niederlanden geriet er nach Kriegsende Sommer 1945 in kanadische und britische Kriegsgefangenschaft, in der er bis Ende Oktober 1946 in verschiedenen Internierungslagern verblieb. Während seiner Gefangenschaft gab er bei Befragung sämtliche Informationen über seine früheren Tätigkeiten preis und bejahte rückhaltslos eine perspektivische Zusammenarbeit mit dem britischen Geheimdienst. Nach dem Ende seiner Kriegsgefangenschaft reiste Heinz Felfe vom Entlassungslager Münster zunächst nach Honnef, wo er eine erste Anlaufstelle hatte. Doch er blieb in der britischen Besatzungszone. In seine über alles geliebte Heimatstadt Dresden, in die sowjetische Besatzungszone, wollte er unter keinen Umständen zurückkehren, denn er befürchtete den Einfluss sowjetischer Behörden und Repressalien gegen ihn als ehemaligen SS-Obersturmführer und SD-Mitarbeiter. Berechtigt. Seine Frau und seinen Sohn holte er Ende 1946 an seinen neuen Wohnort ins Rheinland. Eine Tochter wurde 1948 geboren. Hier sehen wir die Familie Heinz Felfe bei einem typischen Ausflugsziel in der Nähe von Bad Honnef. Die Familie Felfe lebte zu dieser Zeit in ärmlichen Verhältnissen und Heinz Felfe benötigte dringend Arbeit. Er wollte unbedingt wieder als Kriminalpolizist arbeiten, bewarb sich etwa in Aachen oder bei der Wasserschutzpolizei Rhein in Köln. Es gelang ihm aber nicht und er musste einen anderen Gelderwerb nachgehen. Zu dieser Zeit warb der britische Auslandsgeheimdienst, die Military Intelligence Section 6, der MI6, darunter ist er bekannt, für seine britische Besatzungszone Agenten an. Da ihn Felfe als ehemaliger SD-Mitarbeiter aus den Verhören während seiner Kriegsgefangenschaft bekannt war und er sich äußerst kooperativ gezeigt hatte, wurde er als Vertrauensmann, als V-Mann vom MI6 angeworben. Ursprünglich als Übergangslösung von Heinz Felfe gedacht, sollte er fast 3 Jahre für den britischen Geheimdienst im Bonner Raum tätig sein. Von Juli 1947 bis April 1950, also 1950. Da hat die Bundesrepublik Deutschland schon existiert. Felfes Auftrag war,
allgemein die Kommunistische Partei Deutschlands, also die KPD, und speziell die kommunistischen Aktivitäten an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn auszuspionieren. Ein interessantes Kapitel, weil später von Osten, aus der DDR und so weiter, immer wieder von ihm erzählt wurde, das Narrativ aufgestellt wurde. Er war von Anfang an kein Nationalsozialist, eher fehlgeleitet und früh überzeugter Kommunist. Dazu eine passende Stelle. Um die mit dem Kommunismus sympathisierenden Studenten in Bonn leichter beobachten zu können, beteiligte sich Felfe als Agent Provocateur an der Gründung einer kommunistischen Studentengruppe, die als Sammelbecken politischer Gleichgesinnter dienen sollte. Als im Juni 1948 der marxistische Studentenzirkel ins Leben gerufen wurde, zählte Felfe neben Sigurd Binski und Robert Klesper zum Gründungsausschuss. Vorsitzender Klesper, dessen stellvertretend Alma Jacobi Broman war. Als dritter Vorsitzender übte Felfe das Amt des Schriftführers und des Kassenwartes aus, was seinem nachrichtendienstlichen Auftrag nützte. Es ist immer gut, wenn man weiß, wer zahlt und wer sozusagen an den Sitzungen teilnimmt mit den Adressen. Während Felfe der Aktivitäten der KPD in Nordrhein-Westfalen aufklärte, versuchte er seinen Einsatzradius als V-Mann auch auf die SBZ auszuweiten. Die Initiative dazu ging von ihm selbst aus, bot sich doch die Möglichkeit, regelmäßig seine sächsische Heimat unter falschem Namen zu besuchen. Oder die Briten zu informieren, reiste er am 9. August 1948 beispielsweise zusammen mit einem Kommilitonen nach Ostdeutschland. In Leipzig wollte er Walter Markov besuchen, traf ihn nicht an. In Ostberlin suchte er das Zentralsekretariat der SED auf. Hier begegnete er Herbert Theuerkauf, Redakteur der Monatszeitung Forum und Mitarbeiter der Deutschen Verwaltung für Volksbildung. Durch Theuerkauf erhielt er eine Einladung zum internationalen Ferienkurs in Georgenthal in Thüringen. Über die vom 21. August bis 9. September 1948 stattfindende Veranstaltung, den Teilnehmerkreis und seine Kontaktpersonen schrieb Felfe einen ausführlichen Bericht für die Briten. Mit einigem Stolz berichtigte Felfe seinem Agentenführer später, dass er schnell das Vertrauen der Leiterin des Ferienkurses erlangt habe, und ich zitiere, sodass ich Gelegenheit hatte, ohne aufzufallen, die antikommunistischen Studenten in der geeigneten Form zu beeinflussen, sodass das Auseinanderfallen und die schroffe Spaltung in Ost und West unter den Teilnehmern zu einem großen Teil auf mein Konto kam. Zitat Ende. Aus dem Report geht eindeutig hervor, dass Felfe subversiv gegen den Kommunismus in der SBZ agiert hat. So viel zu dem Narrativ von Anfang an überzeugter Kommunist. Seine V-Mann-Tätigkeit führte auch dazu, dass der ehemalige SS-Obersturmführer und Referatsleiter im Reichssicherheitshauptamt mit Hilfe des MI6 der Briten im Oktober 1949 sogar als Entlasteter offiziell entnazifiziert wurde. 1950 war Felfe für einige Zeit neben dem MI6 auch als V-Mann für die sogenannte Informationsstelle in Düsseldorf, der Vorgängerorganisation des Landesamtes für Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen, tätig, um auch hier kommunistische Aktivitäten aufzuklären. Felfe wurde zu einem Nachrichtenhändler. Der britische Geheimdienst beendete schließlich zur Zusammenarbeit mit Felfe aufgrund zweier Kontaktaufnahmen mit ehemaligen Dresdner SD-Kameraden, die beide dringend verdächtigt wurden, mit anderen Geheimdiensten in Verbindung zu stehen. Heinz Felfe wurde 1950 schließlich als V-Mann des britischen Geheimdienstes abgeschaltet. Seine Loyalität wurde von der britischen Seite inzwischen ernsthaft bezweifelt. Einer dieser Kontakte war der ehemalige SS-Hauptsturmführer Hans Clemens. Hier sehen wir nochmal Heinz Felfe. Und hier sehen wir weitere Personen, die wichtig sind. Ganz links Hans Clemens. Eine Illustration, wie es Heinz Felfe zu dieser Zeit ging, zeigt vielleicht ein kurzer weiterer Auszug. Als Sachse konnte Heinz Felfe dem nebligen und regnerischen Wetter im Rheinland im Winter so wenig abgewinnen wie dem Karnevalstreiben. Er litt in dieser Zeit mehr als sonst unter Heimweh nach Dresden, nach knackiger Kälte und Schnee.
Dieser Dezember war aber für ihn und seine Frau besonders schwer, in ihrer kleinen Unterkunft das Leben zu ertragen. Sein Sohn Uli war über Monate hinweg an Keuchthusten erkrankt. Da die gesamte Familie in einem Raum schlafen musste, lagen die Nerven blank. Dennoch ließ sich Felfe nicht unterkriegen. Krisen weckten seinen Ehrgeiz. Im Gegensatz zu seinem zielstrebigen Freund war Clemens desillusioniert, sah seine Zukunft nicht länger in Deutschland. Er spielte mit dem Gedanken, wie andere Nationalsozialisten als militärischer Berater nach Syrien oder Ägypten zu gehen und dort sein Glück zu finden. Wie Felfe suchte Clemens Kontakt zu alten Kameraden. Im November traf er ehemalige Nationalsozialisten aus dem Reichssicherheitshauptamt. Felfe dagegen hegte berufliche Pläne in der Bundesrepublik Deutschland. Denn es wurde der Aufbau einer neuen Bundesbehörde betrieben, des Bundeskriminalamtes, das BKA, das ein Jahr später, am 15. März 1951, per Gesetz gegründet wurde. Der stets von sich selbst überzeugte Felfe machte sich sogleich Hoffnung, als Kriminalpolizist im Bundesdienst unterzukommen. Am 13. Januar 1950 bewarb er sich beim Bundesinnenminister Gustav Heinemann um eine Stelle. Um seine Chancen zu steigern, unterschlug er seine NSDAP und SD-Zugehörigkeit. Ebenso wie seine Tätigkeit für den britischen Geheimdienst. Er schilderte ausschließlich seine kriminalpolizeiliche Ausbildung und Arbeit und verwies auf seine staatsbürgerliche Überzeugung. Zitat: Ich bin aufrichtig bemüht, am Aufbau der Bundesrepublik aus vollen Kräften mitzuhelfen und halte mich für eine Tätigkeit im künftigen Bundeskriminalamt qualifiziert. Zitat Ende. Felfes berufliche Perspektive sank aber immer mehr und seine Frustration stieg kontinuierlich. Zumindest gelang es ihm, für das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen in Flüchtlingslagern befristet von Juli 1950 bis September 1951 als Befrager zu arbeiten. Er befragte Flüchtlinge in verschiedenen Lagern, insbesondere Angehörige der Volkspolizei der DDR. Mit Beendigung dieser Tätigkeit befand er sich in einer ernsten finanziellen Zwangslage, da er für seine vierköpfige Familie sorgen musste. Heinz Felfes großer Traum aber blieb es nach wie vor, wieder als Kriminalkommissar arbeiten zu können. Aber all seine Bewerbungen bei bundesdeutschen Behörden blieben erfolglos, auch, wie eben schon zitiert, beim neu gegründeten BKA oder auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Dann ergab sich unerwartet über seinen ehemaligen SD-Kameraden Hans Clemens eine ganz neue Zukunftsperspektive. Clemens war inzwischen aus italienischer Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückgekehrt, bei einem anderen Dresdner SD-Kameraden Erwin Thiebel untergekommen. Hier sehen wir Erwin Thiebel. Beide hatten zu Heinz Felfe Kontakt aufgenommen. Die nach wie vor in Dresden lebende Ehefrau von Clemens, die Dame in der Mitte, die inzwischen für den sowjetischen Geheimdienst arbeitete, kontaktierte ihren Ehemann im März 1950 und drängte ihn zu einem Gespräch mit Behörden nach Dresden zu reisen. Clemens beriet sich mit seinen Dresdner Freunden Felfe und Thiebel. Den drei Geheimdienstexperten war auch sogleich klar, dass der Hintergrund dieser Offerte nur ein Anwerbungsversuch des sowjetischen Geheimdienstes sein konnte. Aber Clemens ging, angetrieben von materieller Perspektivlosigkeit und geheimdienstlicher Selbstüberschätzung, auf das Angebot ein und ließ sich anwerben. Unmittelbar nachdem Hans Clemens sowjetischer Spion geworden war, bemühte sich Heinz Felfe von diesem Wissen nun selbst politisch zu profitieren und meldete die sowjetische Anwerbung sowohl dem britischen Geheimdienst als auch dem Bundesinnenministerium und nachgeordnet auch dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch der Organisation Gehlen, die für den amerikanischen Geheimdienst, die CIA, zu dieser Zeit arbeitete, die Vorgängerorganisation des BND, erhielt davon Kenntnis. Felfe hoffte, durch sein exklusives Wissen endlich eine feste Anstellung in einer der deutschen Behörden zu erlangen. Aber die Information über Felfe und die sowjetische Anwerbung Clemens wurde von allen Sicherheitsbehörden als unglaubwürdig beurteilt und den Verdachtsmomenten wurde nicht weiter nachgegangen. Ein fataler Fehler. Hans Clemens sollte im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes vor allem ehemalige Kameraden der NS-Organisation für eine mögliche Mitarbeit identifizieren und eine Anwerbung zuführen. Auch sollte er in die amerikanische ORG eindringen, dem späteren BND, was ihm gelang. Im Herbst 1950 ließ sich auch der nie offiziell entnazifizierte Thiebel anwerben.
als sowjetischer Spion, wohl in der Hoffnung, seine in der DDR lebende Familie dadurch besser schützen zu können. Aus Mangel an beruflichen Alternativen und dem irrigen Glauben, eine Tätigkeit für den sowjetischen Geheimdienst für sich nutzen zu können, ging schließlich auch Heinz Felfe im September 1951 ohne innere politische Überzeugung auf das Angebot aus Moskau ein. Heinz Felfe wurde sowjetischer Spion. Und über diese Phase die nächste Lesestelle. Felfe muss erheblich mit sich gerungen haben. Denn nach dieser Entscheidung, die ihn seelisch schwer belastete, erkrankte er wieder, wie so häufig in seinem Leben. Er musste sich wegen einer akuten Gallenblasenentzündung sogar Bestrahlung unterziehen. Am 1. September 1951 war der Tag gekommen, der sein Leben für immer verändern sollte. Um 16 Uhr holte ihn Gerda Clemens in West-Berlin ab und beide fuhren mit der S-Bahn Richtung Ostkreuz. Am Bahnhof Treptower Park stiegen sie aus und Heinz Felfe traf am Ausgang auf den sowjetischen Offizier Max, der ihn herzlich begrüßte und nach Karlshorst in die sowjetische Geheimdienstzentrale mit ihm fuhr. In einem Gelände innerhalb des Sperrbezirks wurde zunächst ein gediegenes Abendessen mit Entenbraten und Krimsekt serviert. Am nächsten Tag befragte Max ihn zu seiner NS-Vergangenheit, aber auch zu seiner Tätigkeit für die Briten und für das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen. Über beides hatte Clemens bereits Rapport erstattet. Felfe erzählte von seinen vergeblichen Versuchen, beruflich Fuß zu fassen. Wie Clemens und Thiebel musste er seinen Lebenslauf schreiben und sich schriftlich zur Zusammenarbeit verpflichten, was er aber Zeit seines Lebens vehement bestreiten sollte. Jedoch war dies die übliche Prozedur. Abschließend erhielt er seinen ersten Tarnnamen Paul und 300 D-Mark. Die Termine sollten über Hans Clemens vereinbart werden. Am Ende seiner 10-jährigen Spionagetätigkeit hatte Felfe mindestens 140.000 D-Mark erhalten. Schließlich wurde Felfe zum Treptower Park gebracht, von wo er in Richtung Westsektor fuhr. Er war von nun an sowjetischer Spion. In seinen Vernehmungen nach seiner Verhaftung 1961 und verstärkt in seiner Autobiografie von 1986 versuchte Felfe den Eindruck zu erwecken, das KGB habe ihm von Beginn an große Freiheiten gelassen und unbegrenzt Vertrauen entgegengebracht. Das entsprach aber nicht der Wahrheit. Der sowjetische Geheimdienst verstand es nur ausgezeichnet, Felfes angeschlagenes Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl aufzubauen und seinen Narzissmus anzusprechen. Perfekt wurde die Illusion erzeugt, Felfe sei ein gleichberechtigter Gesprächspartner. Tatsächlich war der schwer belastete ehemalige SD-Offizier und überzeugte Antikommunist nur eine Quelle und musste allein schon wegen des psychischen Drucks, unter dem er wegen des Geheimnisverrats stand, immer eng geführt werden. Nach Felfes Verhaftung erklärte der BND dessen Tätigkeit für das KGB standardgemäß mit Geldgier. KGB und MFS dagegen bemühten sich, Felfes Entscheidung als politischen Idealismus zu überhöhen. Beide Erklärungen waren politisch und propagandistisch motiviert und greifen zu kurz. Auch Felfes Erklärung im Strafverfahren, er habe sich von sowjetischer Seite lediglich eine befristete wirtschaftliche Hilfe für seinen Ost-West-Handel erhofft, war eine abwegige Schutzbehauptung. Seine Entscheidung, für die Sowjets zu arbeiten, hatte nicht nur eine Ursache. Heinz Felfe wurde ein Maulwurf Moskaus mangels beruflicher Perspektiven, aus Angst vor der Aktion der KPD aufgrund seiner früheren Tätigkeiten gegen ihn, aber auch aus Verbitterung, weil ihn die deutschen Sicherheitsbehörden abgewiesen hatten, obwohl er sogar ein Doppelspiel angeboten hatte. Während seine Bewerbungen liefen, wartete er über ein Jahr lang geduldig die Entwicklung ab. Doch Felfe ließ sich auch aus Selbstüberschätzung mit den Sowjets ein. Er war überzeugt, dass er diese Beziehung irgendwann wieder auflösen konnte, wenn sie keinen Vorteil mehr für ihn bringen sollte. Wie Clemens sollte auch Felfe in den für die USA arbeitenden westdeutschen Auslandsnachrichtendienst eindringen. Am 1. November 1951 fing Heinz Felfe aufgrund seiner nachrichtendienstlichen Fachkenntnisse unter dem Decknamen Hans Friesen für die Organisation Gehlen als Angestellter anzuarbeiten. Er wurde zunächst Sachbearbeiter im Bereich Gegenspionage in der Karlsruher Außenstelle. Nach einem halben Jahr erhielt er den Auftrag, eine Zweigstelle der Außenstelle, eine Untervertretung, die Untervertretung Rhein-Ruhr, aufzubauen.
Doch ein knappes Jahr später, am 1. Oktober 1953, gelang es ihm, in die Geheimdienstzentrale in Pullach nach Bayern versetzt zu werden, und er fing als Referent in der Abteilung Gegenspionage an. Von nun an arbeitete der sowjetische Maulwurf im Herzen des westdeutschen Auslandsnachrichtendienstes in Pullach. Mit Unterstützung seiner sowjetischen Auftraggeber, die ihn gezielt mit guten Informationen als Spielmaterial versorgten, machte Heinz Felfe auf sich aufmerksam und gewann dadurch gerade das Vertrauen des deutschen Leiters der Organisation, Reinhard Gehlen. Auf diese Weise konnte Felfes Stellung im deutschen Auslandsnachrichtendienst kontinuierlich gefestigt und immer weiter ausgebaut werden. So bekam er beispielsweise große Anerkennung für die Operation Lena, bei der er einen ostdeutschen Journalisten, gleichzeitig auch KGB-Agenten, für den Dienst führte. Reinhard Gehlen konnte durch die dadurch gewonnenen Informationen und Operationen Felfes auch persönlich gegenüber der Bundesregierung punkten und gleichzeitig die strategische Bedeutung seiner Organisation und seiner Leitungsposition unterstreichen, in einer Zeit, in der diese als BND in die Bundeshoheit überführt werden sollte, was am 1. April 1956 umgesetzt wurde. Lena, die Operation, gab vor, über besondere Einblicke in die Bestrebung östlicher Geheimdienste in das Bundeskanzleramt und weiterer zentraler Bundesbehörden nachrichtlich einzudringen, zu verfügen. Doch Lena war nur eine sowjetische Operation, ein Gegenspiel. Gehlen war offenbar lange Zeit vom politischen Nutzen der Informationen geblendet, die Felfe lieferte, und ignorierte selbst die vereinzelt, aber schon lange auch im BND vorhandenen Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit. Hier sehen wir übrigens noch ein jüngeres Bild von seinem Agentenführer, Herrn Korotkow, damals unter dem Namen Alfred bekannt, ihm gegenüber. Heinz Felfe, der Ende Februar 1958 zum Regierungsrat in das Bundesbeamtenverhältnis ernannt worden war, stieg 1959 zum Leiter im Bereich Gegenspionage Sowjetunion auf und überwachte alle zentralen nachrichtendienstlichen Operationen gegen die Sowjetunion. Als sowjetischer Maulwurf eine tolle Sache. In seiner Funktion verfügte er zudem über Zugang zu Geheimpapieren der Bundesregierung, des Verfassungsschutzes sowie der CIA. Immer wieder erregte er unter den anderen BND-Mitarbeitern als arrogant und übereifrig empfundene Heinz Felfe aber Misstrauen. Es fiel auf, dass seine nachrichtendienstlichen Operationen zu reibungslos verliefen und sein Lebensstil seinem Einkommen nicht wirklich entsprach. Auch tauchten Unregelmäßigkeiten in seinem Lebenslauf auf, wie seine verschwiegene SD-Zugehörigkeit, die im Zuge seines Verbeamtungsverfahrens auffiel. Aber all dies konnte den geschickt agierenden Felfe nicht in die Enge treiben. Hinweise auf eine mögliche sowjetische Spionagetätigkeit im BND führten über Jahre nicht zu ihm oder blieben einfach unbeachtet. Erst ein KGB-Überläufer, der polnische Abwehroffizier Michael Goniewski, gab der CIA 1959 den entscheidenden Hinweis. In einer BND-Delegation, welche auf Einladung der CIA im Herbst 1956 für einige Wochen die USA bereist hat, sollen sich KGB-Spione befunden haben. Felfe gehörte zu dieser Reisegruppe. Die CIA begann intern gegen ihn zu ermitteln, ohne den BND darüber zu unterrichten. Erst Anfang 1961 informierte der amerikanische Geheimdienst den BND-Präsidenten Gehlen über den Verratsfall in seinen eigenen Reihen. Gehlen setzte einen kleinen geheimen Sonderstab ein, der strafrechtlich belastetes Material für die Staatsanwaltschaft zusammentragen sollte. Ich habe hier vielleicht noch eine nette Passage aus der Zeit, in dem Heinz Felfe die USA bereist hat. Alles First Class, voll bezahlt, auf Einladung der CIA. Das ist das Interessante. Moskaus Maulwurf konnte sich der Faszination des Klassenfeindes nicht entziehen. Er schwärmte von Amerika.
überlegte zeitweise, seine Kinder dort zur Schule zu schicken oder mit seiner Familie dort Urlaub zu machen. Also man muss sich vorstellen, zugleich von Moskau beauftragt. Natürlich gab er dennoch alle Informationen der Reise an das KGB weiter. Das CIA-Programm hatte sich für ihn nicht nur kulturell gelohnt. Nur ansatzweise lässt sich aus den in den 60er Jahren erstellten CIA-Schadensreport zu seinem Fall der wahre Umfang der weitergeleiteten Informationen herauslesen. Demnach ging die CIA davon aus, dass Felfe vor seiner Verhaftung rund 100 CIA-Mitarbeiter an das KGB verraten hat. Allein auf seiner USA-Reise waren es 25 Mitarbeiter, davon 21 mit ihrer wahren Identität. Zu ihnen hatte er beruflichen, aber auch gesellschaftlichen Kontakt gehabt, wobei er 8 von ihnen persönlich schon aus Pullach kannte. In bestimmten Punkten war Felfe von den zuständigen CIA-Stellen besonders unterwiesen worden. Vom Technical Service Staff in Gegenspionage und Spionageabwehr über Fotografie und Abhörmaßnahmen und Gegenspionageausstattung. Von Deputy Director of Plans zur Organisation der US Intelligence Community, der CIA-Organisation zum internationalen Kommunismus, über Maschinenprogramme, über die sowjetischen Geheimdienste und so weiter und so weiter. Besonders interessierte sich Felfe für den Einsatz des Polygraphen, des Lügendetektors. Er konnte ja nicht ahnen, dass ausgerechnet er während seines Aufenthaltes aufgefordert werden sollte, als Testperson zu fungieren, um die Funktionsweise des Gerätes zu demonstrieren, schaffte es aber geschickt, sich der Gefahr einer möglichen Enttarnung zu entziehen. Offenbar beunruhigt über den Enthusiasmus, den der Maulwurf über den Klassenfeind zeigte, wollte sein sowjetischer Verbindungsführer Alfred ihn angeblich sofort nach Moskau einladen, um ihn während einer 4-wöchigen Reise die Größe und Fortschrittlichkeit der Sowjetunion zu demonstrieren. Natürlich war allen Beteiligten klar, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit war. Hätte Felfe auch nur leise geahnt, dass er ausgerechnet die CIA-Reise es sein würde, die wenige Jahre später zu seiner Enttarnung als KGB-Spion führen sollte, wäre seine Amerika-Begeisterung gewiss weniger groß ausgefallen. Und wir haben ja noch Zeit, deswegen ist der Punkt, wie man auf ihn kommt, denke ich, ganz interessant, auch nochmal darzustellen, wie so ein Spion gearbeitet hat und in dieser Phase, wo man schon ihn verdächtigt hat. Also er selbst war in einem Auftrag des BND unterwegs, was keiner wusste. Es war natürlich ein Auftrag des KGB dahinter, was wieder Felfe und das KGB nicht wusste, dass die CIA ihn spionierte. Also es war hier wirklich wie im Film, mehrere Geheimdienste liefen herum. Bezeichnenderweise bewegen wir uns jetzt gleich in Wien in Österreich, also einen anderen Hotspot der Geheimdienste, eine wahre Verfolgungswagt der Schatten. Felfe und Clemens hatten im Fall Panoptikum ein Treffen zwischen Friedrich Busch, ein anderer Mitarbeiter und dessen KGB-Kontakt für den 9. September 1961 in Wien vereinbart. Felfe hatte wieder Clemens als Schutzobservant und Fotograf zur Treffüberwachung angefordert. Doch die beiden Freunde wurden diesmal selbst vom BND und der CIA in der Donaustadt beschattet. Am 7. September holte Felfe Clemens von dessen Münchner Hotel ab, von wo sie nach Oberaudorf fuhren. Die Observanten folgten ihnen, als sie am folgenden Tag nach Österreich aufbrachen. Am Abend trafen sie sich in Wien mit 2 BND-Leuten, die sie beim Treffen zwischen Busch und dem KGB unterstützen sollten. Nachdem Felfe und Clemens sich am Samstagvormittag mit den beiden Kollegen noch einmal abgesprochen hatten, registrierte das auf Felfe andere angesetzte BND-Observationskommando eine auffällige Fahrweise von ihm. Er fuhr so, als wollte er an diesem Mittag mögliche Verfolger abschütten. Um die Beschattung nicht durch die Verfolgungsjagd auffliegen zu lassen, ließ das Kommando den Sichtkontakt zu Felfe und Clemens abbrechen. Beide verschwanden und tauchten erst gegen 21.40 Uhr vor ihrem Hotel Regina gegenüber der Votivkirche wieder auf. Felfes Wagen war jetzt leicht eingebeult. Hätten die Observanten sich nicht abschütteln lassen, wären sie Zeugen eines Treffs mit Alfred geworden. Denn am Haupteingang des Stephansdom nahm Clemens um 15 Uhr, genau beim Glockenschlag, Sichtkontakt mit seinem Agentenführer Alfred auf. Im Vorbeigehen übergab er ihm ein Päckchen mit Material, erhielt seinerseits einen Zettel mit Treffangaben eingesteckt. Das übliche Spiel. 2 Stunden später trafen sie sich am Kahlenberg.
Aufgrund des schlechten Wetters blieb man im Wagen und fuhr in den Wiener Wald, wobei die Dellen im Felfes Wagen zustande kamen. Felfe berichtet über Operation Panoptikum sowie über die Operation Index, streift einen anderen Fall, bei dem es eine Witwung um die Mitwirkung der westdeutschen Industrie in der sowjetischen Raumfahrt ging. Dann sollte er darlegen, auf welchem Weg der BND nach dem Mauerbau von seinen Quellen im Osten die Meldung erhalte. Das KGB übte auch diesmal Kritik an ihm, warf ihm Versagen in einem anderen Fall vor, da dessen Verhaftung nicht verhindert werden konnte. Alfred übergab Felfe ein Filmnegativ mit 9 Aufträgen. Ein typischer Agententreff. Jahrelang beschattete man, verdichtete die Informationen bis 1961. Und hier nochmal die entscheidende Szene, ganz am Ende, wie man sozusagen die Informationen verdichtete. Die beiden Agenten haben mit ihrem KGB über A3-Funkverkehr kommuniziert. Das heißt, es sind verschiedene Sequenzen immer gesendet worden. Sie kennen das vielleicht, die Ziffernfolge 2, 3, 4, 7, 8 und dann immer die Fünfersätze. Und das war alles verkotet und man musste also diese Nachrichten entziffern. Eine relativ komplexe Sache, vor allen Dingen, wenn man ein wenig minder bewittelt war, wie Hans Clemens, möchte ich fast sagen. Und darüber ist man dann auch ihnen auf die Spur gekommen. Ende Oktober gelang es dem BND, den A3-Funkverkehr von Clemens weiter zu analysieren. Er erkannte den Sendeplan zwischen Clemens und Alfred. Jeden Samstag zur Mittagszeit und alternativ dazu am Montag um 7 Uhr. Er hatte auch die Funkfrequenzen festgestellt. In der Folge konnten A3-Funkverkehre abgefangen werden. Der BND glaubte, genug Informationen über den Verrat von Felfe und Clemens gesammelt zu haben und informierte die Generalbundesanwaltschaft. Diese stellte am 19. Oktober 1961 jedoch fest, dass das bisherige Material, die Ergebnisse der Abhör- und der Beschattungsaktionen nicht ausreichend war, um eine Verhaftung wegen Geheimnis- und Landesverrates einzuleiten. Die Überwachung von Felfe und Clemens musste intensiviert werden. Es galt, gerichtsverwertbare Beweise für ihre Spionagetätigkeit zu beschaffen. Am 28. Oktober 1961 gelang es dem BND, belastende Telefongespräche zwischen Felfe und Clemens aufzuzeichnen. Wieder rief Clemens am Wochenende Felfe in Oberaudorf an, weil er eine Nachricht von Felfe erhalten hatte. Von Alfred erhalten hatte. Allerdings tat er sich wie so oft schwer mit der vollständigen Entschlüsselung. Felfe bat ihn, die Nachricht mit der Post zu schicken, ließ sich aber am Telefon von Clemens berichten, was dessen Teilentschlüsselung ergeben hat, nämlich dass Alfred Felfes Einschätzung im Fall Bandera sowie über das weitere Vorgehen mit Friedrich Busch haben wolle. Clemens soll am 30. Oktober bis zum 4. November auf Sendung bleiben. Felfe wiederum teilte Clemens mit, dass er ihn zur Observation für einen anderen Treff in Berlin benötigte. Bei diesem Termin würde sich auch die Möglichkeit ergeben, Alfred wiederzusehen. Also hier sind die Schlüsselworte gefallen, wo den Abhörenden ganz klar war, in welchem Auftrag man handelt. Jetzt fehlte dem BND als letzter Beweis noch die Antwort von Alfred. Sie kam eine Woche später. Am Samstag, dem 4. November, erhielt Clemens seinen A3-Funkspruch, woraufhin er sofort Felfe in Oberaudorf anrief. Er informierte ihn, dass er ihm die Nachricht von Alfred jetzt per Einschreiben an seine Münchner Adresse zuschicken werde. Der BND beriet sich unverzüglich mit der Generalbundesanwaltschaft und der CIA. Das Einschreiben musste unbedingt abgefangen werden. Dafür war die alliierte Zensurbehörde, die es damals noch gibt, zuständig. Am darauffolgenden Montag zur Mittagszeit war der Moment gekommen. Das Einschreiben von Clemens war abgefangen. Jetzt lag dem BND und der Generalbundesanwaltschaft Alfreds Auftrag als schlagender Beweis vor. Nun musste es schnell gehen. Diskret wurden Beamte der Münchner Kriminalpolizei in die Zentrale des BND nach Pullach ins Präsidentenhaus gebracht, wo sie auf Felfes Ankunft warteten, um ihn auf ein Zeichen hin zu verhaften. Aus Gründen der Geheimhaltung wurde noch nicht einmal der Sicherheitsbereich des BND informiert. Felfe ging davon aus, dass er sich für ein Gespräch zu einem Operationsfall bereithalten sollte. Telefonisch wurde er darüber informiert, dass Wolfgang Lankau, der Leiter des strategischen Dienstes, ihn kurzfristig wegen eines Vortrages im Doktorhaus, dem Präsidentenhaus, sprechen möchte.
Der Termin war für 11 Uhr angesetzt. Doch dann versetzte der Maulwurf seinen versteckten Jägern einen Schrecken, indem er überraschend die Zentrale verließ. Hatte er Wind von seiner Enttarnung bekommen? Wollte er noch schnell flüchten? Felfe kaufte in der Pullacher Bäckerei aber nur einen Kuchen, den er gerne aß, und kehrte zurück. Dann stand der Termin an, das Gelände wurde abgeriegelt, Langkau ließ es sich nicht nehmen, noch ein Abschiedsstück für Felfe zu inszenieren. Er überreichte ihm die BND-Medaille Heiliger Georg, bezeichnenderweise bekommt man die für 10 Jahre treue Dienste. Bereits im Jahr hatte Clemens diese Anerkennung erhalten. Daraufhin unterhielten sich Lanker und Felfe langatmig über den Operationsfall und um Punkt 12 Uhr erschienen 3 Kriminalbeamte und verhafteten Heinz Felfe wegen Spionageverdachts im ersten Stock des Präsidentenhauses. Felfe war überrascht. Trotzdem versuchte er schnell noch einen Minox-Film mit einer Lieferung für Alfred hinunterzuschlucken, was dem Polizeibeamten geistesgegenwärtig verhindern konnte. Auf dem Film befanden sich Aufnahmen eines BEV-Schreibens von anderen Operationsfällen und so weiter. Bei diesem Fall arbeitete ein aus der UdSSR in der BND umgesiedelter Volksdeutscher und Sowjetunion mit dem Verfassungsschutz gegen die Sowjetunion zusammen. So sicher fühlte sich Felfe, dass er seinen letzten KGB-Auftrag in seiner Brieftasche mit sich herumtrug. Ein weiteres Beweisstück für seine unglaubliche KGB-Tätigkeit, die nach 10 Jahren Spionage ihr Ende fand. Das habe ich vergessen. Das ist nochmal Impressionen aus der USA-Reise. Also hier sieht man Heinz Felfe. Heinz Felfe hier drüben, ein großer Kaktus, das ist in Tucson, Arizona. Und hier ein Gruppenfoto, auch hier nochmal. Er hat natürlich die Reisetätigkeit gemacht, so wie wir das alle machen, wenn wir unterwegs sind. Wir schießen ja gerne Erinnerungsfotos. Das müssen Sie sich dann immer noch vergegenwärtigen, dass das natürlich so ein KGB interessiert hat. Hier sieht man Heinz Felfe noch mit einem CIA-Mitarbeiter. Das ist hier im Mewit mit diesen Mammutbäumen hinter San Francisco. Und Felfe steht im Vordergrund, ein wenig doch anders schon, mit einem weißen Anzug. Und das, Sie sehen das hier wunderbar. Der Kenner erkennt es sofort. Das ist eine für diese Zeit typische Filmkamera. Also er hat nicht nur fotografiert, sondern er hat auch einen Film gedreht. Er hat tatsächlich einen Film über die USA gedreht, den er dann später auch gezeigt hat. Ich vermute mal, den Film, der liegt vielleicht irgendwo in Moskau. Ja. Anfang November 1961 erfolgte die Verhaftung von Heinz Felfe, Hans Clemens und später auch von ihrem Unterstützer Erwin Thiebel. Der Schaden für den BND ebenso wie für die CIA war enorm. Nach einem Schadensbericht der CIA soll Felfe über 15.000 geheime Vorgänge verraten haben. Mehrere hundert Agenten wurden enttarnt. Allein in Felfes Münchner Wohnung wurden 300 Mikrofilme mit über 15.000 Fotomaterial und 20 Tonbänder mit weiteren nachrichtendienstlichen Inhalten gefunden. Dem KGB waren weite Teile des BND-Personals sowie die BND-Erkenntnisse über die Sowjetunion und dessen Gegenspionage bekannt. Am 22. Juli 1963 wurde Heinz Felfe vom Bundesgerichtshof zu 14 Jahren Haft verurteilt. Clemens erhielt 10 Jahre und Thiebel 3 Jahre Haft. Hier sehen wir einen Zeitungsausschnitt, wunderbar. Felfe in der Mitte, bezeichnenderweise noch mit seiner SS-Uniform. Links schmeichelhaft oder weniger schmeichelhaft, denn der sowjetische Geheimdienst gezeichnet, eher unattraktiv, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite der BND, weitaus attraktiver. Aber dann habe ich irgendwann mal verstanden, deswegen hat die Deutung sich ein bisschen umgedreht, dass man natürlich relativ klar erkennt, wer hinter dem KGB sozusagen, was hinter der Hülle des KGB steckt. Und ich meine, dass es nicht nur ein Fashion-Item ist, eine Sonnenbrille, sondern dass vielleicht das ein Hinweis darauf ist, dass man blind ist, ja, dass man nichts sieht. Also der BND, vielleicht gut aussehend, aber in dieser Hinsicht hat nichts gesehen. Und in dem Sinn ist es denn weniger schmeichelhaft. Sie wurden alle verurteilt. Doch am 14. Februar 1969 kam Heinz Felfe vorzeitig aus der Haft frei. Als im Rahmen eines Häftlingsaustauschs über 20 politische Häftlinge und Agenten aus der DDR und der Sowjetunion in die Bundesrepublik gelangten. Hier sehen wir genau hier am 14. Februar seinen Austausch
wie er hier gerade unterschrieben hat, das Begnadigungsschreiben des Bundespräsidenten in Vertretung entgegengenommen hat und gleich über die Grenze gefahren wird. Wenige Jahre zuvor war der inhaftierte KGB-Spion Felfe zum politischen Faustpfand geworden. Die Regierung der Sowjetunion und der DDR hat zuvor zunehmend politischen Druck auf die BRD ausgeübt und zeitweise mit der Einstellung des Häftlingfreikaufs, der Familienzusammenführung oder des Agentenaustauschs gedroht. Heinz Felfe lebte von nun an in Ost-Berlin. Er wurde für seine Treue und Standhaftigkeit gegenüber dem sowjetischen Geheimdienst belohnt. Er erhielt ein großes Haus, einen Westwagen und eine neue Frau. Und wie das dazu kam und das Selbstbewusstsein, dazu jetzt noch eine weitere Stelle. Also er ist gerade ganz frisch, nachdem er nur immer im Westen gelebt hat, in der entscheidenden Zeit, aber für den Osten gearbeitet, ist er jetzt in Karlshorst angekommen und schreibt so seine neue Lebensvision auf. Im Auftrag des KGB und auf persönliche Anweisung von DDR-Geheimdienstminister Erich Mielke war für seine Betreuung im MFS die Hauptabteilung 2, Referat 2, verantwortlich, die Spionageabwehr, zuständig auch für die Aufklärung und Abwehr des BND. Die H22 unter Leitung von Günter Kratsch war von nun an mit der geheimdienstlichen Absicherung Felfes befasst. Intern führte das MFS ihn unter den Decknamen Starke. Beim KGB blieb er Kurt. Die H22 betreute Felfe außerdem bei seiner Eingliederung in das gesellschaftliche Leben der DDR. Am 31. Juli 1969 bedankte sich der Vorsitzende des Komitees für Staatssicherheit beim Ministerrat der UdSSR, KGB-Chef Juri Andropow, bei Mielke für seine Unterstützung bei der Befreiung des westlichen Freundes Felfe. Dies war weniger als Dank für das Geleistete, sondern vielmehr als Auftrag für die Zukunft zu verstehen. Felfes Wissen über die Bundesrepublik und die BND sollte weiterhin genutzt werden. Die vom MFS beabsichtigte Integration verfolgte verschiedene nachrichtendienstliche Ziele. Felfes vorbildliche Betreuung sollte auf aktive und potenzielle Kundschafter in der Bundesrepublik ausstrahlen. Wir lassen unsere Kämpfer an der unsichtbaren Front nicht allein, lautete die Botschaft. Dies wollte das MFS durch Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Die Betreuung des Ex-Spions sollte außerdem Kontaktversuche durch BND oder CIA verhindern. Darunter verstand das MFS auch finanzielle Angebote von Verlagen und Journalisten. Denn Felfes Erinnerungen waren gefragt und auch deren Deutung. Zur Umsetzung dieser Ziele sollten sämtliche Lebensbereiche Felfes geregelt werden. Jährlich wurde ein Geheimdienstbericht zum Stand seiner Integration und seiner Lebensgestaltung verfasst. Zunächst sollte er seine eigenen Vorstellungen von seinem künftigen Leben in der DDR aufschreiben. Und Sie sehen gleich Stationen eines typischen Lebens eines DDR-Bürgers zu dieser Zeit. Felfe stellte selbstbewusste Forderungen. Durch die Begnadigung des Bundespräsidenten war ihm die Reststrafe zwar erlassen worden, aber er hatte noch eine 5-jährige Bewährungszeit vor sich. Es musste daher eine legale Existenzgründung eingeleitet werden, die jeglichen Verdacht einer erneuten nachrichtendienstlichen Tätigkeit standhalten würde. Felfe lebte deswegen nicht etwa konspirativ, sondern unter seiner wahren Identität in der DDR. Doch hinsichtlich seiner künftigen beruflichen Tätigkeit hegte Felfe geradezu utopische Vorstellungen. Denn der für ihn wichtigste Punkt war, dass ihm durch seinen Beruf völlig legal, das ist ein Zitat, völlig legal und offiziell die notwendige Bewegungs- und Reisemöglichkeit in das Ausland, insbesondere in die Bundesrepublik und das übrige kapitalistische Ausland ermöglicht werde. Zitat Ende. Er beharrte darauf, auch in der DDR weiterhin Bürger der Bundesrepublik mit Reisefreiheit zu bleiben. Nach Westdeutschland müsste er schon allein deshalb reisen können, um seine familiären Bindungen zu pflegen und bestehende Probleme in Ordnung zu bringen. Selbstbewusst brachte er verschiedene berufliche Einsatzfelder ins Spiel, wobei das Reisen ins westliche Ausland stets der zentrale Punkt war. Seine Kreativität bzw. seine Realitätsferne kannten keine Grenzen. So malte sich der ehemalige Spion sogar aus, eine Firma zur Verwertung geistigen Eigentums im neutralen Ausland zu gründen, etwa in Österreich oder in der Schweiz, oder, was dem Briefmarkensammler Felfe als naheliegende Option erschien, eine Vertriebsgesellschaft für Sammlerbriefmarken, Westreisen inklusive. Heinz Felfe skizzierte auch sein Privatleben mit feinem Strich. Als Wohnsitz kam für ihn allein der Großraum Berlin in Frage. Eine große moderne Neubauwohnung im Obergeschoss
und ohne direkte Nachbarn in bester Lage Ostberlins schien ihm geeignet. Da er während seiner Haftzeit 7 Jahre in kleinen Räumen eingesperrt gewesen sei, würde er sonst unter Platzmangel leiden. Besser wäre noch ein Haus für sich alleine, mit Garage und Garten in ruhiger Wohngegend, denn nur dann könnte er verhältnismäßig frei und unabhängig und ohne unerwünschten Kontakt zu Nachbarn sein Leben führen. Das Haus müsste aber groß genug sein, auch für Personal, welches sich um sein Anwesen kümmern sollte, wenn er auf Reisen wäre. Allerdings, so schränkt er ein, wäre Personal ja sowieso nur notwendig, solange er noch keine neue Ehefrau hätte. Weiterhin war für Felfe ein repräsentatives Auto wichtig. Er nannte gleich Marken und Typen. Für seine Reisen erwartete er entsprechend seines bisherigen westlichen Lebensstandards ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse, worunter ein Ford 20M, ein BMW 2000 oder Mercedes 220 verstand. Ja, Ende der 60er Jahre. Ein solcher Wagen sei bei seinen künftigen Reisen ins westliche Ausland unabdingbar, da Reparaturmöglichkeiten dort nur für diese Automarken vorhanden seien. Abschließend warf der gerade erst aus der Haft entlassene Spion eine Vision, wie er sich seine künftige Reputation in der DDR vorstellte. Felfe holte weit aus und behauptete, dass gerade in Europa, womit er allein den Westen meinte, das persönliche Ansehen von Berufsbezeichnungen titelabhängig sei. Er erklärte, ich zitiere, durch die gegen mich verhängte Zuchthausstrafe bin ich des in Deutschland sehr angesehenen Titels Regierungs- bzw. Oberregierungsrates verlustig gegangen. Zitat Ende. Als eine geeignete Kompensation schwebt ihm idealerweise ein akademischer Grad vor. Ein Doktortitel wäre nett, um das Urteil des Bundesgerichtshofs zu paralysieren. Das war der Lebensentwurf von Heinz Felfe. Und es wurde auch fast alles umgesetzt, bis auf das kleine Thema Reisen. Heinz Felfe lebte eben jetzt hier in der DDR. Er wurde belohnt, er hielt ein großes Haus am Weißen See. Ein Westwagen, später sehr bekannt für einen orangefarbenen, goldfarbenen Mercedes. Alles mit Westtechnik, ein Swimmingpool, alles finanziert vom Ostdeutschen bzw. vom KGB-Geheimdienst. Seine erste Frau hatte sich aufgrund seiner KGB-Tätigkeit scheiden lassen. Im Auftrag des KGB und mit Hilfe des MFS promovierte er in der DDR und erhielt eine außerordentliche Professur im Fachbereich Kriminalistik an der Humboldt-Universität. Felfe arbeitete nun mit Professor Hans-Ehrenfried Stelzer, dem Direktor der Sektion Kriminalistik, zusammen. Die Kriminalistik war ein besonderer Fachbereich in der Humboldt mit Forschung und Ausbildung für 3 Institutionen, dem Ministerium des Inneren, die Zollverwaltung und vor allem das MFS, auf dessen Gehaltsliste in den 80er Jahren über die Hälfte der Studenten standen. Felfe arbeitete in den folgenden 2 Jahrzehnten vielfach mit unterschiedlichen Abteilungen des MFS zusammen. Im Sommer 1980 institutionalisierte Felfe seine Zusammenarbeit mit der Stasi. Er begann erneut hauptamtlich für einen Geheimdienst zu arbeiten. Am 1. Juli unterschrieb er eine Vereinbarung als hauptamtlicher inoffizieller Mitarbeiter. Hier sehen wir nochmal Bilder, das in Farbe, wie er sich gerade sonnt, ist, glaube ich, am Mückelsee, kurz nach seiner nach seiner Haftentlassung, sozusagen Erholungsurlaub. Und hier sieht man hier, wie ein Gast aus Westdeutschland alles beschattet, kontrolliert, wie er ihn abholt mit seinem Mercedes. Und hier unten ist in Illustra Feiergesellschaft an der Humboldt-Universität. Im Jahr 1986 erschien schließlich seine im Auftrag des KGB verfasste Autobiografie im Dienst des Gegners in der Bundesrepublik zuerst und 2 Jahre später in der DDR und in der Sowjetunion, in denen er seine Spionagetätigkeit legitimierte. Mit der Wiedervereinigung veränderte sich auch das Leben von Heinz Felfe. Neben der DDR löste sich, hier sieht man ihn noch lehrend und hier noch seine Doktorarbeit, also hier in der Kriminalistik. Hier sieht man ihn in trauter Runde, Heinz Felfe, Mielke, Markus Wolf, 86, glaube ich, anlässlich seines MFS-Lehrfilms, basierend auf seiner Autobiografie, die aber in Wahrheit vom KGB und MFS maßgeblich geschrieben wurde, weil es einfach nur eine Erklärung des östlich-ostgeheimdienstlichen Narrativs der Geschichte war.
Also man sieht, wie gut er positioniert war. Und das erkennt man auch hier bei der Buchvorstellung seines Buches und hier quasi Autogrammkarte mit den sowjetischen Orden, auf die er sehr stolz war. Mit der Wiedervereinigung veränderte sich auch das Leben von Heinz Felfer. Neben der DDR löste sich auch die für seine Betreuung zuständige Staatssicherheit auf. Seine Privilegien entfielen. Die Sektion Kriminalistik und Felfer gerieten Anfang 1991 in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei wurde thematisiert, dass altgediente Partei- und MFS-Kader an ostdeutschen Universitäten weiterhin agierten. Die öffentliche Debatte verfehlte ihre Wirkung nicht. Felfers Stelle als Professor wurde 1991 gekündigt. Allerdings nutzte er jetzt eine ganz andere Freiheit, nämlich die erstmals frei zu kriminalhistorischen Themen zu publizieren. Er veröffentlichte verschiedene Beiträge in Fachzeitschriften. Aber seine Aufsätze blieben nicht ohne Echo in den Medien und der kriminalistischen Fachwelt. Manche waren erstaunt, teils empört, dass der ehemalige SS-Obersturmführer und verurteilte KGB-Maulwurf nun so an die Öffentlichkeit kam. Heinz Felfer verstand diese Art von Reaktion natürlich nicht und empfand sie als unfair. Ungeachtet der politischen Veränderung in Deutschland blieb er immer dem russischen Geheimdienst treu und Moskaus blieben seine Dienste stets in bester Erinnerung bis heute. Noch 2008 gratulierte die Nachfolgeorganisation des KGB dem ehemaligen Kundschafter des Friedens zu seinem 90. Geburtstag. Wenige Wochen später, am 8. Mai 2008, verstarb Heinz Felfer im Osten von Berlin friedlich im Schlaf. Das war ein kurzer Abriss seines Lebens. Vielen Dank. Ja, liebes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen über Internet zugeschaltet. Ja, gibt es denn Fragen von euch? Wollen wir erstmal hier aus dem Saal sozusagen die Fragen nehmen? Alle erschlagen. Michael? Michael, warte kurz. Das Mikro für dich, sonst hören dich die anderen nicht. Ah ja. Okay, also es ist ja üblich, wenn man in den öffentlichen Dienst oder eine Sicherheitsbehörde geht, dass Sicherheitsüberprüfungen gemacht werden. Heute geht das über automatisierte Dateien, über Informationssysteme. Wie hat das früher eigentlich funktioniert? Also der muss ja wahrscheinlich auch irgendwie überprüft worden sein, bevor er in Dienste des BND gekommen ist. Wie hat man eigentlich da zu der Zeit Sicherheitsüberprüfungen gemacht? Also zu der Zeit warst du nicht der BND? Als er angefangen hat, wir reden hier über 50, 51, es war die Organisation, die für die Amerikaner gearbeitet hat. Und damals war das System eigentlich so, dass man getippt wird über Kennverhältnisse und dass man über Leumund sozusagen dann auch hineinkam. Das heißt, es gab einfach Personen, die gesagt haben, dass derjenige vertrauenswürdig ist. Der Punkt ist einmal die SS-Zugehörigkeiten, die natürlich heute bei uns ganz anders gewertet und diskutiert und verurteilt werden, waren damals weder ein moralisches Hindernis, im Gegenteil. Man hat ja gerade aus diesem Klientel, was eher als die Experten, wenn sie beim SD oder bei der Gestapo gearbeitet haben, Fachkenntnisse sich erhofft und erwartet. Das war ja kein Lehrberuf, Ausbildungsberuf, sondern man muss vorher in diesen Organisationen gearbeitet haben und wir bewegen uns ja schon in der Zeit des Kalten Krieges, in dem man gerade Antikommunisten, treue, überzeugte Antikommunisten gesucht hat. Und die hat man eben logischerweise allzu häufig in ehemaligen NS-Personen gefunden. Wir sind auch noch nicht in der Zeit, wo es wo man sich der Materie dann systematisch gearbeitet hat und es zu entsprechenden Gerichtsverfahren gab. Also das System, dass man alles über jemanden weiß und ob er für den sozusagen, das war da noch nicht so ausgeprägt. Ja? Und natürlich, wenn
die Briten schon mit ihm gearbeitet haben und Verdachtsmomente ihm, gegen ihn gehegt haben, muss man sich natürlich auch nicht vorstellen, das ist vollkommen utopisch, dass man zu einer ganz anderen Behörde oder Organisation hingeht und sagt, hallo, bitte diese Person nicht selbst nehmen. Man hat ja nie gesagt, mit wem man zusammenarbeitet. Also das hat sich dann später durch die historische Recherche sozusagen ergeben, wie viele Informationen schon vorlagen. Aber ein Knackpunkt, den Sie ansprechen, ist, hätte man es nicht früher erkennen müssen, das ist natürlich dieser fatale Irrtum, gerade im Westen gewesen, dass man gedacht hat, gerade gegen Einbrüche aus dem Osten gefeit zu sein, indem man halt auch überzeugte Nationalsozialisten genommen hat, weil die ja sich wohl kaum anwärmen lassen und das war eben auch ein Fehler. Aber so ein mit Dateien und Automatisierung, das war da noch nicht. Es gab auch keine öffentlichen Ausschreibungen. Man hat eben gewusst, wer sozusagen im Auftrag der Organisation nach interessantem Personal sucht. Man wusste auch ganz klar, wer das ist. Und das hat eben KGB und der Osten sehr schlau denn erkannt, hat die identifiziert und ist dann an diese Leute herangegangen und ist dann so eingedrungen. Ja, das kam eben auch durch den Fall Felfe sehr deutlich heraus. Das ist auch dieser Schockmoment gewesen, dass genau an dieser Stelle, wo man es nicht erwartet hat, jemand reingekommen ist, man es einfach nicht gemerkt hat, beziehungsweise auch, was Sie andeuten, viele, viele Hinweise dann nicht zusammengesetzt hat. Ja. Hast du noch mal im Netz irgendwie, Sascha, genau. Ob jemand ich, was fragt? Wir hatten einen kurzen Absturz der Kameraverbindung. Es gibt eine Frage von Daniel Sturm. Welche Rolle hat Felfe auf beiden Seiten, in Klammern, rund um den Spionagetunnel in Rudow gespielt? Dazu weiß ich nichts. Also entweder weiß ich es nicht oder er hat keine Rolle gespielt, aber dazu ist mir jetzt nichts bekannt. Tut mir leid. Ja, mein Name ist Achim Tierbach. Ich habe folgende Frage. Offenbar hat ja Herr Felfe seine zwei Persönlichkeiten, in denen er offenbar gelebt hat, ganz gut verkraftet bis zu seinem Ende. Gibt es auch aus Erfahrung anderer, ich sage jetzt mal Doppelspione, Doppelagenten, Erfahrung, dass Leute das nicht verkraftet haben, dass die psychisch zusammengebrochen sind, sich irgendwann mal gestellt haben oder anderweitig die Situation nicht verkraftet haben? Also das beantworte ich, indem ich der ersten Teilaussage widerspreche. Weil das kam eben auch raus, dass auch wenn, also nochmal, wir reden hier auch, Felfe ist auch ein propagandistisches Momentum gewesen. So mal einmal für den Westen, die ihn immer als äußerst verkommen und gerissen und so darstellen wollten, also mit negativen Attributen. Dazu gehört zum Beispiel auch, er ist so verderblich gewesen, dass er keinerlei körperliche, seelischen Schwächen gezeigt hat. Genau interessanterweise bei diesem Bild hat auch dieses östliche Narrativ darauf zurückgegriffen. Gestärkt durch innere Überzeugung wird so jemand nicht krank sozusagen an Körper und Seele. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, und dann konnte man natürlich in den Personalakten auch sehen, glücklicherweise gibt es auch seine Einträge, wenn er krank war. Ich hatte Zugang zu persönlichen Briefen und Geschichten. Und dann hat sich erstaunlicherweise erstens mal ein sehr starkes Krankheitsbild ergeben während seiner Spionagezeit. Später war er auch häufig krank, aber in guter MFS-Krankenhausbetreuung, wahrscheinlich eben auch aus dieser Zeit. Also, er war sehr häufig krank. Und dann habe ich was Interessantes gefunden, was für mich ein Analogieschluss wert ist. Er wurde sehr häufig, wirklich, das kann man fast im Kalender immer malen, bevor er Alfred getroffen hat und einen Auftrag bekommen hat und häufig danach. Also, das ist ganz klar. Er hat zum Beispiel seine USA-Reise als einziger vorzeitig abbrechen müssen, obwohl wenige Tage sozusagen, dann wäre die Reise zu Ende gewesen und stand noch der Höhepunkt an. Das gab es in den Jahren häufiger. Da hat man diese dreitägige, viertägige Überfahrt mit der, mit der USS oder SS America oder United States, also mit einem Dampfer, wo man First Class in den Kabinen einquartiert war, wie man sich es vorstellt. Also darauf hat keiner verzichtet. Warum hat er darauf verzichtet? Weil ihm auch diese Geschichte mit dem Lügendetektor und weil die Hitze, er litt sehr unter Krankheiten, psychosomatischen Krankheiten, die bei Veränderung der Umgebung, bei Hitze, bei Stress aufplatzten.
Und er hat zum Beispiel Amerika abgebrochen, weil er hat wieder diese diese Krankheit in sich aufkommen gespürt. Und sein Denken war, was die anderen nicht verstanden haben, ich habe also noch mit Ehemaligen, die ihn kannten und bereist haben, die haben das nie verstanden, warum er das gemacht hat. Erst später hat sich das erklärt. Sein Denken war, wenn er jetzt dort krank wird, dann kommt er natürlich zu einem Arzt und geht davon aus, das ist ein CIA-Arzt. Dann spritzen sie ihm irgendwelche Mittel und dadurch fällt seine Maske runter und er kann vielleicht etwas verraten. Tatsächlich hat das KGB so gedacht. Sein Agentenführer Alfred hat ihm zum Beispiel tatsächlich den Auftrag gegeben, wenn er irgendwo eine Mandelerkrankung hat oder so einen, dann soll er das bitte ohne Betäubungsmittel machen. Weil wenn er betäubt ist, dann läuft er Gefahr sozusagen, weil man sofort denkt, wahrscheinlich wie in Moskau oder so, dann ist gleich der entsprechende Arzt, der eingeweiht ist und fragt ihn. Also so war das Angstdenken. Und tatsächlich ist immer vor und nach diesem Treff zwar schwer, schwer krank. Schönes Bild eben, das ist diese, wenn man Glück hat und diese Aktenlage da ist, habe ich persönliche Briefe seiner Frau, die nichts wusste, logischerweise damals. Und die hat dann zum Beispiel der Freundin geschildert, oh Mensch, jetzt ist der Heinz schon wieder krank und versaut uns alles. Ganz schlimm, der ist nicht ansprechbar. Hätte die gewusst, deswegen hat sie sich dann auch scheiden lassen, dass er wenige Tage vorher hier in Ost-Berlin wieder einen Auftrag empfangen hat und für die Sowjetunion arbeitet. Also sie war auch überzeugte Nationalsozialistin. So fügt sich das zusammen. Deswegen würde ich sagen, gerade bei ihm, das hat er gar nicht so gut in dem Sinn verkraftet und war dauerhaft eine Belastung. Und das hat er auch später mal so zugegeben. Also dieses Leben in dieser einen Rolle als BND-Mitarbeiter, was ja lustigerweise auch schon ein verstecktes Leben ist, weil das darf man ja auch nicht offen sagen, erst recht in der Zeit. Und dann noch doppelt für die östliche Seite und das Ganze auch noch nicht mal gegenüber seiner Frau oder seiner Familie offenbart. Also nur Clemens und Thiebel wussten gegenseitig davon. Das ist ein enormer psychischer Stress und ich behaupte, dass viele das in irgendeiner Form nicht so verkraften, nicht auf Dauer. Ja. Aber tut mir leid, das war wahrscheinlich eine sehr ausführliche Antwort, aber das war... Ja, guten Abend. Olaf von der Wart, mein Name. Was mich so ein bisschen verwundert hat, nachdem er aus dem Gefängnis rauskam, wegen der Spionage und dann ja, wie ich es vorhin verstanden habe, in die DDR abgeschoben wurde, dass man ihn ja danach jeden Wunsch erfüllt hatte, ne? Der Mercedes. Bis auf die Westreisen. Genau. Dass man da keine Angst hatte seitens der Ostseite oder der Sowjetunion, dass das ja ein Trick sein könnte vom BND, ihn eingesperrt zu haben, entlassen, rüber. Er könnte ja immer noch vom BND arbeiten und man hat ihn anscheinend jeglichen Wunsch trotzdem erfüllt. Gibt es darüber denn noch irgendwelche? Ja, das war durch die verkürzte, so im Buch ist es, die Teil ist es ein bisschen besser dann erklärt. Natürlich hat auch das MFS oder das KGB eine gewisse Zeit einen Grundverdacht gehabt. Also sie haben ihn auch nicht hundertprozentig getraut. In der Anfangszeit in der DDR, das findet man in den Stasi-Akten, wurden dann auch quasi Julia-Agentin-Spione auf ihn angesetzt, die ihn auf der Leipziger Messe so ein bisschen betreut haben, um mal zu schauen, was macht er denn da. Dann gibt es so schöne Aufnahmen. Felfe schaut sich zu lange irgendwelche Westautos an. Ja? Und das ist wirklich so eine Anfangszeit, da hat er durch sein ganzes Westleben und seinen Westimpuls, hat man den Verdacht gehabt, na, kriegen wir den eigentlich sozialisiert? Deswegen, was ich so vorgetragen habe, auch dieses total durchgeplante Programm. Das war in der Anfangszeit sehr wackelig. Deswegen hat man ihm auch eine genehmigte, gefestigte zweite Frau zugeführt. Entsprechend. Der hatte vorher andere Freundinnen, da hat die Stasi dagegen gearbeitet, weil die sehr auf materielle Werte Wert gelegt hat und ein bisschen schwierig war. Also die konnte man nicht so sehr steuern. Das ganze Leben wurde kontrolliert, bewacht und gesteuert. Und interessant, was Sie meinen, also der BND hat ihn nochmal im Gefängnis versucht anzugehen und quasi umzudrehen. Und es wäre auch kurz, das war eine sogenannte, ist ein Kapitel in dem Buch, eine Operation Schnippchen, also quasi dem Osten ein Schnippchen schlagen, indem man Felfe mit einem Psychologen und so weiter vorher alles vorbereitet, indem man ihm im Gefängnis kurz vorher gesagt hat, das war der auch, die Ostseite verhandelt
dass bestimmte Personen wie Helfe freigelassen werden aus Haft. Und dann kommt ein Moment, es zwingt sie keiner, dann in den Osten zu gehen. Sie können sich auch entscheiden, im Westen zu bleiben. Ja? Das ist der Punkt gewesen für beide Seiten. Hans Clemens zum Beispiel wurde auch frei, kam auch früher frei, entschied sich aber, im Westen zu bleiben. Der hat auch mit den westdeutschen Behörden sehr eng zusammengearbeitet, deswegen wollten sie den gar nicht haben. Heinz Felfe war durch bestimmte Sachen, weil er auch aus dem Gefängnis heraus, auch eine spannende Geschichte alles, Kassibert hat, also Geheimbotschaften an seinen Agentenführer geschickt hat und hat es tatsächlich geschafft, dass die erstens durchkamen und zweitens er auch eine Antwort bekommen hat, wieder sehr fatal, indem das KGB ihm bestätigt hat, bleib standhaft, wir bleiben weiter bei dir. Also sonst hätte er natürlich auch gedacht, für was mache ich das eigentlich, die lassen mich doch fallen, dann packe ich jetzt alles aus, minimiere meine Strafe. Nein, das war bei ihm nicht so. Also leider Gottes, das ging auch durch die ganze Presse, hat er das Signal gehabt, ich muss standhaft bleiben und wurde ja dann tatsächlich ganz, ganz hoch oben auf die Agenda gesetzt, um ihn freizupressen oder wie auch immer. Und lustig, wenn man beide Akten von beiden Seiten hat, die Stasi hat immer geglaubt, der BND, der Westen, plant jetzt ständig Operationen gegen ihn, zu holen, zu attackieren oder sowas. Und auf der anderen Seite hat man auch immer geglaubt, dass alles möglich von denen geschützt hat. Man wollte von dem gar nichts mehr wissen. Es war immer der Punkt, oh bitte, hoffentlich vergessen wir den bald, hoffentlich kommt er nicht mehr in die Medien, jetzt kommt ein Buch, jetzt kommt ein Film, jetzt wird der Fall wieder aufgeräumt. Also das Misstrauen, was man gegenseitig damit macht, war riesengroß. In Wahrheit war da gar nichts großartig. Also der Osten hat immer Angst gehabt, dass, ich sage das immer so, quasi die gespiegelte Psyche, was man selbst immer machen würde und plant, und da stellt man auch den anderen, was aber von der Seite gar nicht gemacht wurde. Ja. Und sicherlich ist er rübergegangen, weil er da wusste, da kann er... Ja, nein, nochmal, ich habe es verkürzt, es wurde ihm das Angebot gemacht, wurde gesagt, wir haben das Problem aller Lösungen, Sie können bei Ihrer Familie bleiben, es war tatsächlich angedacht, und der neuen Namen, die Pässe waren schon gemacht in Amerika mit neuer Existenz, so wie man sich das vorstellt, ein neues Leben aufzubauen, gut finanziert. Voraussetzung, ganz, ganz wirksam, nicht in den Osten gehen, im Westen bleiben sozusagen und dann ein Buch schreiben. Dafür hatte er einen Vertrag bekommen, wir sind 1969, 500.000 D-Mark. Also er hätte einfach nur die Geschichte, die er dann später im Auftrag des KGB geschrieben hat, wo alles eben aus östlicher Sicht geschildert, von westlicher Sicht schreiben sollen. Diese Operation, ob sie zum Ende wirklich von ihm angenommen wäre, immer noch streitbar, aber ist dann abgelehnt worden. Zuerst von amerikanischer Seite und von Seiten der Bundesregierung. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler, hat das dann untersagt mit der Begründung, weil wir sind ja in dieser Zeit, wo eben Familien ausgetauscht, viele Häftlinge freigekauft wurden, sowas, Grenzerleichterung. Wir sind ja gerade in der Zeit, wo das eben auch hier ein neuer Regierungswechsel mit der SPD, sozialliberale Regierung, die wollten diese Annäherung an den Osten und diese ganzen Leistungen, das Entgegenkommen für die Familie nicht riskieren für Heinz Felfe. Und deswegen haben die gesagt, hier nichts da, na, für den nicht. Das riskieren wir nicht, wir nähern uns langsam Richtung Ost-Berlin und Moskau, soll der doch rübergehen. Also interessant, aber ja. Wir haben eine weitere Wortmeldung aus dem Chat. Dr. Welteke schreibt, vielen Dank für den spannenden Vortrag, ein unglaublicher Typ. Ich denke, er meint sowohl ja, Sie als auch Herrn Felfe. Wie sind Sie an den Fall gekommen und mit welchen Quellen konnten Sie arbeiten? Ich habe ja 10 Jahre lang dann das historische Büro, also die Geschichte des Dienstes des BND aufarbeiten dürfen in offizieller Funktion. Unterstützend auch, was Sie auch alle kennen, gab es ja auch die Kommission für diesen Zeitraum, die ja mehrere Bücher dazu geschrieben hat. Und da war eben auch, ist natürlich der bekannteste Spionagefall Heinz Felfe gewesen. Sodass dann also die Überlegung war, so bei vielen Sachen, das ist ein spannender Fall. Für mich persönlich gibt es darüber eigentlich denn schon eine Biografie oder Publikation, die gab es nicht. Es gab im Grunde nur das Buch von Heinz Felfe selbst. Und wie ist die Quellenbasis? Naja, dann muss ich sagen, da saß ich halt an der Quelle der Quellen sozusagen und hatte Zugang zum BND-Archiv.
die auch genutzt werden und dann freigegeben werden konnten. Aber zu Felfe gibt es auch sehr viel über die CIA, auch online verfügbar. Und muss man sagen, das klingt zwar jetzt ein bisschen schräg, aber glücklicherweise ist ab 1969 in die DDR gekommen und wurde von der Stasi betreut, die es fast leider nur bis 1989-90 gab. Und die, wie sich alle wissen, natürlich die sehr gute Aktenlage über ihn angelegt haben. Und das hat zum Beispiel noch keiner zu dem Zeitpunkt etwas geschrieben, also Heinz Felfe in der DDR. Und da war also eine unglaubliche Aktenmaterial eigentlich. Und mein Problem war nur, mich irgendwann mal durchzufressen dadurch. Und so bin ich auf die Idee gekommen. Also Heinz Felfe war einem schon so mal bekannt und dann einfach mal die Idee, Mensch, da hat noch keiner was geschrieben, die Aktenlage ist da. Und ich konnte mit vielen Zeitzeugen noch sprechen, die ihn also kannten. Wer möchte? Hattest du dich noch gemeldet? Ja, ich wollte nur noch was einbringen, hätte ich aber jetzt auch nachher gemacht. Mir ist bei der Karikatur vorhin noch mal was aufgefallen. Ja. Sie sagten ja, im Nachhinein ist Ihnen aufgefallen, der BND hat eine Brille auf. Man sieht es auch ganz klar, wie der Zeichner die Hand, den Arm reinlegt. Das sieht wirklich aus, als wenn es blind darstellen sein soll. Okay, danke. Und mir ist von hier hinten aufgefallen, dass da noch ein Halsband dran ist. Das könnte man noch denken, aha, der BND hat auch noch ein Halsband, vielleicht aus amerikanischer Sicht. Oder? Respekt, also wie gesagt, man kann dann viel deuten, möglich, ja, also kann schon sein. Auf jeden Fall ist die Intention, ich sag's mal so, bitte nicht falsch verstehen, eine Seite ist jetzt weniger attraktiv, die andere optisch attraktiver, aber beim Hinterschauen ist das jetzt nicht ein Vorteil gewesen dafür und... Heinz Felfe grinst zumindest. Die Attraktivität der linken Seite beruht doch darauf, dass das so ein bisschen so wie die Physiognomie von Khrushchev aussieht, ne? Ja, guter Punkt. Ich habe immer gedacht, an wen erinnert das? Ja, kann sein. Ja, ja, ich meine, es ist eigentlich erkennbar, dass es irgendwie ein verkleideter Mann ist oder irgend so oder sein soll. Aber wie gesagt, ich fand das halt immer sehr bezeichnend, weil das genau eben dieses Spannungsfeld denn darstellt. Auch von der anderen Deutung her, wenn wir jetzt an dieser Deutung dieser Karikatur sind, wie beide Dienste natürlich, auch das kann man verstehen, beide Dienste die NS-Vergangenheit Felfes genutzt haben, also auch der Osten. Ja. Also in dem Sinne eigentlich ganz schön. Also nicht das Nutzen, sondern die Karikatur. Ja. Herr Michael, du hast recht, Khrushchev mit längeren Haaren. So dieses etwas bäuerliche Gesicht. Ja, danke, dann werde ich das nächste Mal irgendwie... kann ich da, muss ich mal gleich ein Bild daneben kleben. Ja, genau. Ja. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Ergänzungen? Weitere Vorträge? Bitte, Jürgen. Ja, lieber Bodo, das war wirklich ein sehr beeindruckender Vortrag, den du hier gemacht hast. Und ein bisschen recherchieren wir ja auch bei Berliner Unterwelten. Und ich weiß, wie viel Disziplin da dazugehört, solche Aktenberge durchzuarbeiten. Also in Ermangelung dessen, dass ich selber nie ein Buch geschrieben habe, muss ich leider hier auf dieses geheime Buch aus der Unterwelt zurückgreifen. Ja, mittlerweile 10. Auflage und, 11. sogar. Siehst du, ich bin schon eine Auflage hinterher. Das ist also auch nochmal aktualisiert. Wobei man auch sagen muss, es sind natürlich viele Vereinsmitglieder mit dabei, die dann eben korrigierend lesen oder unterstützend dann helfen. Das will ich dir im Namen Vielen des Dank. Vereins überreichen. Ich habe es auch noch nicht, sehr gut. Gut. Und genau, das hat er verdient. Und ich weiß, dass Bodo auch ein sehr humorvoller Mensch ist. Ich hoffe, das kann man in der Kamera lesen. Ich halte es mal so kurz nach oben. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob du die Kollegen kennst. Hans-Hermann Hertel, Hans-Wilhelm. Ich war irgendwie mitbeteiligt. Ich komme auch im Vorwort vor. Und wir haben ja die Akten zuerst denn auch gesehen. Also, ich kenne die Genese sehr gut und kenne auch beide. Ja, okay, gut. Ich
habe es nicht aufgemacht. Nein, und so. Ich habe leider schön, deine Art miterkannt und so. Ja, dann kommt halt das Buch wieder zurück rüber. Zu dir und so. Ganz und prima, danke nochmal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und das Schöne ist auch, dass Bodo, ich bin jetzt mal so frech, gesagt hat, dass er 2023 auch bei den Seminaren mit dabei sein wird. Und, wenn Zeit ist. Ich hoffe, die Heike sagt mir das. Also ich setze mich da auch nochmal rein, weil es ist einfach unglaublich, auch die Bilder, ja, und was du da rausgesucht hast und so. Also das ist schon eine sehr spannende Sache. Ein Vereinskollege hat auch schon gesagt, ja, unbedingt Unterschrift in seinem Buch, ja, du musst nachher noch was signieren. Gut, ich möchte mich also sowohl bei den Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen hier im Saal bedanken und natürlich auch im Internet, die uns praktisch über, wie sagt man, modern über Stream da angucken und so. Wobei ich eine Sache nicht vergessen möchte. Ja, sehr schön. Ganz zufällig. Dass am Freitag schon außerplanmäßig der liebe Harald Kohnhäuser hier den Vortrag ab 19 Uhr halten wird. Vielen Dank schon, dass du dir da die Zeit nimmst. Ja, und Bodo, wunderbar, dass du so spät abends gekommen bist und so. Das war wirklich ein hochinteressanter Vortrag. Ja, vielen Dank. Ja, auch von mir herzlichen Dank an alle Beteiligten und bleibt bitte noch ein bisschen an den Bildschirmen. Wir blenden zumindest für die insgesamt 60 Zusehenden heute Abend die Termine der nächsten Wochen ein. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, das ist...